Hey Leute, willkommen zu einer Folge von Dunes Tower Defense 6. Heute in der Folge werde ich was versuchen, was viel schwerer ist, als ich eigentlich dachte. Und zwar, ich werde heute versuchen, Runde 100 mit nur einem einzigen Gebäude zu erreichen. Damit meine ich nicht einen Affen, den ich dann hochbooste, sondern ich darf nur in der gesamten Runde einen einzigen Affen zeitgleich auf der Map haben. Ich sage das so, weil ich muss den Affen während der Runde mehrmals austauschen. Und ich dachte ursprünglich, ey, das ist doch eine leichte Sache. Das ist doch total easy. Denn der Superaffe hat einen Buff gekriegt. Denn wenn man Batman jetzt skillt, Achtung, bam, kann der sich teleportieren. Der kann sich dann überall im Kreis teleportieren. Wenn man den dann nochmal verbessert, kann er sich über die gesamte Map teleportieren. Und ich dachte, ey, easy. Das ist richtig easy. Und ich habe es gerade mal testweise angeguckt. Und dann ist mir aufgefallen, die verfluchten lilanen Ballons, die immun gegen Magie sind. Die kann der killen, wenn er der Champion ist. Das macht es nicht unbedingt leichter und ich meine, Runde 94 oder so ist auch eine Killerrunde und dafür reicht das wahrscheinlich nicht und deswegen will ich nicht zu viel versprechen. Mein Ziel in diesem Video ist es, Runde 80 zu erreichen. Nicht nur zu erreichen, sondern zu schaffen. Denn wenn man Runde 80 mit nur einem einzigen Affen auf dem Feld schafft, also das zählt übrigens auch, wenn ich den jetzt hier habe, ich verkaufe den und dann platziere ich den. Das zählt auch. Dann gibt es ein Achievement. Dann schaltet man was frei. Übrigens auch natürlich ohne den doppelten Geldmodus. Aber bitte seid nicht so sauer, wenn ich jetzt nicht Runde 100 erreiche. Ich gebe mein Bestes, aber das Beste reicht halt manchmal einfach nicht. Was übrigens aber von euch reichen würde, wäre, wenn ihr den Abo-Button treffen würdet. Das wäre richtig top. So, okay, für den Anfang habe ich mir was überlegt. Und zwar den Freibeutelaffen. Denn der hat ja einen krassen Buff gekriegt. Und zwar, wenn man zum Affenpiraten skillt, verschießt er 3 Kanonenkugeln und das ist auf jeden Fall relativ nice. Der kann ja auch Tarmalungs angreifen, der kann Blei angreifen. Ich denke, für die ersten 50 Runden ist er wirklich ganz gut. Danach sitze ich noch einen anderen Affen, der auch einen Buff gekriegt hat und zwar den Sniper-Affen, denn da wurde dieses Skill irgendwie besser gemacht, Schrapnellschuss und da werde ich eventuell den ein bisschen anders skillen, als ihr es erwartet und dann müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, als Bonus, ich gebe mir 3 Joker. Ich darf einmal in der Runde den Superaffensturm einsetzen. Der killt alles. Ich darf einmal die Zeit langsamer machen. Und ich darf einmal auf Continue drücken. Das heißt, ich darf einmal Game Over gehen und weitermachen. Ich gebe mir jetzt einfach nur diese Bonuseffekte, um halt, ich weiß nicht, ich finde es halt cool, Runde 100 zu erreichen. Weil ich hatte mal getestet und ich meine, der schwarze Champion, der kann alleine den Level 100 Ballon killen. Wenn er sich ein bisschen teleportiert. Ich meine, das kriegt er hin. Und deswegen war ich mega optimistisch eigentlich. Und dann habe ich mal eben getestet eine Runde und das lief nicht so gut. Ganz ehrlich, das lief nicht so gut. Aber jetzt kriegen wir es hin. Verdeckt meine Facecam irgendwas Wichtiges? Nee. Ist einfach nur mein lauchiges Gesicht. Das verdeckt, na gut, es verdeckt was, aber ich glaube, es verdeckt nichts Wichtiges. Das ist das Entscheidende. Okay, habt ihr die Challenge schon mal gemacht? Habt ihr vielleicht eine Strategie, wie man Runde 100 erreicht? Also, ich habe auch den Gedanken, vielleicht den Techno-Terror einfach zu skillen. Weil dann kann ich ja alles kaputt machen, aber ist die Frage, greift der schnell genug an, um das meiste hinzukriegen? Wenn ich einmal Game Over gehe mit meiner Taktik, werde ich vielleicht den versuchen. Ja, aber erstmal müssen wir uns ein bisschen ranhangeln. Wir müssen ein bisschen Mathe machen, weil wir müssen ein bisschen was rechnen. Jetzt noch nicht, aber später müssen wir echt ein bisschen was ausrechnen, die perfekte. Aber das kriegen wir alles hin. Runde 80 kriegen wir hin. Vor allem mit den 3 Jokern, die ich mir gegeben habe, wird das easy. Aber die verfluchten lilanen Ballons, die sind wirklich ein Dorn in meinem Auge, weil ohne die wäre das alles ein bisschen leichter. Gibt es vielleicht noch einen Affen, den ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, der mir vielleicht hilft? Also ich habe schon mal gespoilert, den Sniper werde ich benutzen. Ich werde danach noch einen Affen benutzen. Aber gibt es vielleicht noch einen, den ich unbedingt nutzen sollte? Inferno-Ring ist nicht stark genug, glaube ich. Kanone auch nicht. Nee, ist glaube ich, alles einfach nicht gut genug. Ich glaube, ich habe schon die beste Taktik eigentlich. Na gut, wir werden es ja sehen. Ihr werdet es ja sehen. Wir gehen jetzt einmal kurz hier aufs Kanonenschiff. Bam, jetzt verschließt er eine Kanone. Ich werde ihn auch gleich nochmal skillen. Und der wird auch schöne Weile hier bleiben. Und dann wechsle ich gleich auf den Sniper. Denn zum Sniper muss ich auch noch was anderes sagen. Denn da habe ich in den Kommentaren ab und zu was gelesen, was ich nicht korrekt finde. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir es hinkriegen. Ja, es ist wieder mal eine Challenge, wo es ein bisschen um Skill geht. Ein kleines bisschen. Das heißt, es gibt einfach eine höhere Chance, dass ich versagen kann. Und Leute in die Kommentare schreiben können, ich habe das zum ersten Versuch hingekriegt. Ja, das ist schön für dich. Ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht in diesen ersten Versuch hinkriegen. Wie gesagt, einmal Game Over gehen
Einmal darf ich alles killen. Einmal Zeit langsam machen. Dann gucken wir mal. Okay. Ja, aber das Piratenschiff ist für den Anfang, glaube ich, wirklich am besten. Weil, ich meine, jetzt mit der Skillung hier unten, habe ich gar nicht erwähnt, kann er auch Tamalongs angreifen. Und das ist halt super, super wichtig, weil ich meine, in Runde 33 kommt eine Armee von Tamalongs. Es kommen auch Bleiballons und so weiter. Die könnte der Ninja zum Beispiel nicht killen. Deswegen ist es schon sinnvoll, den hier zu haben. Ist, denke ich, die verfluchten lilanen Ballons. Die verfluchten. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Okay, so. Gut. Wir skillen ihn gleich auch nochmal bei 4800. Und dann schalten wir die unsichtbare Fähigkeit frei. Und zwar verschießt er dann nicht nur eine Kanonenkugel, so wie jetzt, sondern drei. Deswegen kann ich die Skillung auch nur jedem ans Herz legen. Und ich glaube, bei dieser Challenge ist es auch wirklich das Allerbeste für den Anfang. Ja, und bis Runde 40 kommt er ganz alleine. Man denkt ja sonst immer, oh krass, Runde 40, ob wir das schaffen. Aber eigentlich ist Runde 40 ja gar nicht so schwer. Jetzt gehen wir hier gleich nochmal in 3, 2, 1 und Bau. So, jetzt haben wir es. Das war der schlechteste Count aller Zeiten. Jetzt verschießen wir 3 Kanonenkugeln. Ja, der kriegen sie jetzt easy hin. Ich muss jetzt auch mal langsam gucken, dass wir den Wechsel machen. 5500 kriegen wir dafür. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, müssen wir den so lange haben, bis wir ungefähr 20.000 haben und dann wechsle ich. Weil ich will den Sniper gleich platzieren. Oder ich mache den schon ein bisschen früher. Man kann mit dem Sniper alleine übrigens auch schon relativ weit kommen. Es gibt eine einzige Runde, die, glaube ich, kritisch ist. Ich weiß aber leider nicht aus dem Kopf, welche. Ich meine Runde 67 oder so. Oder später eine 70er Runde. Auf jeden Fall gibt es eine Runde, die kritisch ist. Ansonsten wird euch der Sniper gleich bestimmt ordentlich überraschen, weil der ist viel stärker, als man denkt. Jetzt ohne Scheiß, der taugt schon auf jeden Fall was. Ihr könnt übrigens auch ein Like da lassen. Ich frage nicht oft nach Likes, weil ich finde es immer komisch, wenn man am Anfang des Videos erst nach so viel fragt. Das machen manche YouTuber. Ey, like doch mal das Video, lass doch mal ein Abo da, hier ist mein Merch, folgt mir auf Instagram, macht mal Adblocker aus, damit ich mehr Geld kriege und sowas. Und ich finde, das ist einfach ein bisschen komisch, wenn einfach die ersten 3 Minuten der Videos nur so Werbung ist und nichts gegen die YouTuber, das kann ja jeder machen, wie er möchte. Nur ich finde es immer ein kleines bisschen befremdlich, wenn das Video größtenteils nur aus Werbung besteht. Aber ihr könnt natürlich trotzdem liken, wenn ihr wollt. Ich darf ja auch keine... Also es wäre natürlich am leichtesten, wenn ich jetzt noch ein Dorf platzieren könnte, dann wäre es wahrscheinlich richtig easy. Oh, Moab, schupp, kann sich einfach greifen. Deswegen ist Runde 40 sehr easy, denn er hat hier die Fähigkeit, dass er einfach Moab sich greifen kann. So, jetzt haben wir schon mal die Hälfte von dem Geld, was ich brauche. Ich denke, ich gehe auf Nummer sicher und warte, bis ich so bei 21 oder sogar früher. Ich mache es einfach mal früher und gucke, wie das so aufgeht. Bei so 16.000 mache ich das dann wahrscheinlich. Und dann gucken wir einfach mal. Kommen, glaube ich, fast ein paar durch. Ich. 8, 10. Ich mache es einfach mal. So. Und zwar machen wir jetzt den Sniper. Das skillen wir hier einmal. Der kann jetzt Tarnballons angreifen. Und es gibt noch einen Damage-Buff jetzt. So, jetzt skillen wir hier drauf. Ist auch besser geworden. Und jetzt skillen wir hier unten drauf. Und deswegen wollte ich halt noch 20.000 haben, damit ich Elite-Verteidiger holen kann. Denn Elite-Verteidiger hat auch eine Fähigkeit, die da nicht steht, und zwar greift er doppelt so schnell an. Immer wenn ich das geskillt hatte, hatte ich mindestens einen Kommentar von jemandem, der sagt, Bardo, warum skillst du das denn? Das bringt doch überhaupt nichts. Ja doch, der greift doppelt so schnell an, wenn man das skillt. Deswegen lohnt sich das schon. Ja, und der Sniper mit der Skillung ist wirklich sehr, sehr krank. Jetzt mal ohne Witz, da werden wir nachher ein paar Runden haben. Der laserte einfach die gesamte Reihe ab. Ist wirklich eine richtig kranke Skillung. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon so stark ist. Oder ob er den Speedboost nochmal braucht. Aber erstmal läuft es ja ganz okay. Und wir haben auch noch kein Leben verloren. Wir werden wahrscheinlich ein paar Leben verlieren. Gut. Okay. Aber das läuft gerade nicht schlecht. Das läuft gerade nicht schlecht. So, jetzt noch ein bisschen mehr Kohle. Bam, okay. Und jetzt schießt er doppelt so schnell. Und jetzt kriegen wir mit denen... Bis auf eine einzige Runde kann der, glaube ich, so Runde 90 erreichen. Ist, glaube ich, nicht mein Joke. Ich glaube, bis auf eine einzige Runde kann der so ganz locker Runde 90 erreichen. Aber ich glaube, wir werden jetzt sparen, und zwar auf den Heli. Da müssen wir leider die Mitte skillen, wegen den Tarnballons. Der macht einen Daumen hoch, ist mir jetzt aufgefallen. Da müssen wir unten auf die letzte Skillung skillen. Und dann kriegt der da auch eine Menge hin. Und dann müssen wir von da wieder sparen. Oder ich vertraue den Sniper. Das können wir auch machen, aber... Ich meine, der ist stark, aber ich meine, es gibt eine Runde, die er einfach nicht hinkriegt. Runde 80 ist das Ziel. Wenn ich das schaffe, habe ich nur mit einem einzigen Tower Runde 80 geschafft. Macht Sinn. Macht, glaube ich, Sinn. Und dann gibt es ein Achievement. Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Ich glaube, es gibt nur ein Insta-Affen oder halt ein bisschen Affengeld. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es gibt auf jeden Fall was. Okay, wie teuer werden
Der Heli. 47.000, 52. 53.000 ungefähr? 54.000? Okay, müssten wir noch ein bisschen hier drauf hinsparen. Ja, und der Batman mit der Skillung, die ich brauche, ist, glaube ich, richtig teuer. 64.000. Dann haben wir 70.000. 74.000. Ja, 80.000 bräuchte ich dafür ungefähr. Also. Wahrscheinlich sogar 81. Eine ganze Menge brauche ich dafür, ja. 81.000. Und ob ich auf 81.000 komme jetzt in der Zeit, das weiß ich nicht. Ich glaube, dafür bräuchte ich schon vorher den Heli. Das wäre, glaube ich, echt nicht so verkehrt. Aber ich vertraue dem Sniper mal. Der hat einen Buff gekriegt. Der ist erst seit jetzt so stark. Seit dem letzten Update. Es gab ja ein Update, da wurde er deutlich stärker gemacht. Und seitdem ist er so ein Killer. Vorher hätte das hier niemals so solide hingekriegt. Niemals. Ich habe hier ein Video gemacht, wo ich mit 3 Snipern versucht habe, Runde 100 zu erreichen. Und die hatten da deutliche Probleme. Und die waren auch gebufft ohne Ende und hatten Probleme. Ja, jetzt hatte ich ja nicht mal einen einzigen Buff. Und kriegt das aktuell sehr, sehr locker hin. Okay, und wenn ich Batman habe, ist Batman denn das Richtige? Das ist halt die große Frage. Das hatte viel Schönes. Ja, ist einfach absolut krank. Ist absolut krank. Ist sogar so wahrscheinlich inzwischen meine Lieblingsskillung vom Sniper, weil es einfach wirklich hardcore fetzt. Ich meine, es sieht jetzt knapp aus, aber guck mal jetzt. Er lasert einfach die Reihe komplett weg. Und er kriegt noch mehr. So, jetzt haben wir auch ungefähr 30.000. Ne, Quatsch, wenn ich verkaufe, 50.000 ungefähr. Das heißt, uns fehlen noch, 80.000 brauche ich ja. Aber den Heli könnte ich gleich mal skillen, ne? Die dummen lilanen Ballons, aber die lasert er auch weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber eine Runde ist kritisch. Ich weiß halt nicht, welche. Aber für diese kritische Runde müssen wir Slow Motion raushauen. Es wäre ganz gut zu wissen, welche Runde kritisch ist. Aktuell kriege ich es ja locker hin. Beschwere ich mich eher weniger. Und er lasert gerade noch aktuell. Er lasert gerade noch komplett. Ja, so eine krass, ernsthaft, so eine geisteskranke Skillung. Unfassbar. War es vielleicht Runde 78, wo wir dann wechseln müssen? Ich könnte jetzt auf den Heli wechseln. Das könnte ich jetzt schon machen vom Geld. Aber er kriegt es ja gerade noch super solide hin. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm. Und ich habe ja außerdem noch ein paar Joker am Start. Ich darf einmal alles killen und einmal Slow Motion machen. Und ich darf auch einmal kaputt gehen. Also, wenn ich damit nicht Runde 80 schaffe, dann bin ich ein Trottel. Komm mal, Sniper. Komm mal, Sniper. Das schaffst du auch noch. Weil vorher war es nicht möglich, mit nur einem Sniper Runde 100 zu schaffen. Ich glaube, mit der Skillung wäre das drin. Oh, das sieht noch viel aus. Slow Motion. Ich mach mal. Slow Motion. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Ich habe beide Joker rausgehauen. Slow Motion und die komplette Zerstörung. Ärgerlich. Aber das war die Runde. 76 war die Runde, die er nicht schafft. Richtig. Okay, dann kriegt er das hin. Er kriegt es nicht hin, er kriegt es nicht hin, er kriegt es nicht hin. Oh Gott, schnell, 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 schnell. Oder hätte er es hingekriegt? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach mal Panik gehandelt. So. Panik. Das war jetzt ein Panikkauf. Kriegen die das hin? Nein. Wenn ich geblieben wäre mit Sniper, hätte er das hingekriegt? Nein, 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 nein. Nein, okay, komm. Komm, mach das, mach das, mach das, mach das. Okay, krieg's hin. Wie viel Geld gibt denn das? 40.000? Okay. Dann könnte ich jetzt auch gleich Batman beschwören eigentlich nach der Runde. Ich lasse nur trotzdem nochmal die Runde durchlaufen. Und nach der Runde beschwören wir dann Batman. Und Batman kriegt Runde 80 locker hin. Okay, dann hätten wir die Challenge geschafft. Ich bin eigentlich einmal Game Over gegangen in der Runde. Da habe ich ja beide Joker rausgeholt. Einen habe ich noch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 okay. Das reicht jetzt, oder? Wenn es nicht reicht, dann weine ich. Okay, ich überschlag's nochmal. 64, nee, es reicht nicht. Ich brauche ja 80.000, ich trottel, nee, es reicht nicht, das reicht nicht. Ah. Wenn ich den verkaufe, gibt mir das nur 40.000. Nein, das reicht ja gar nicht. Ich trottel. Okay, mein Ziel ist es jetzt wahrscheinlich, die Moabs einfach wegzudrängen. Und hoffen, dass mein Zeug sich um den Rest kümmert. Aber oh, gut, dass ich nicht verkauft habe. Ich habe einfach 60 und 80 verwechselt. Denn der Heli hatte die Fähigkeit Moab-Schubser. Ich schub sie weg. Und meine kleinen Flieger machen den Rest. Ja. Aber ich habe jetzt 70.000, also Batman kommt trotzdem gleich, der kommt nur ein bisschen später. So, jetzt Runde 80, komm. Let's go. Let's go. Let's go. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dann schalten wir ein Achievement frei. Runde 80 war ja mein realistisches Ziel. Und jetzt, komm, der geht kaputt. Der geht kaputt. Der geht sowas von aufs. Komm. Ja.
Ja. Komm. Komm. Nice. Schön. Achievement gekriegt. Runde 80 geschafft. Jetzt gehen wir ins freie Spiel. Denn wir wollen ja Runde 100 schaffen. Diese ganze Keramikkacke. Nein. Das ist die Runde, wo wir Game Over gehen. Okay. Dafür haben wir jetzt auf jeden Fall safe genug Kohle für Batman. Ich habe jetzt keinen Joker mehr am Start. Ich habe alles rausgehauen. So, jetzt gehen wir hier. Oben. Unten. Eins nochmal Batman. Ich hatte sogar ein bisschen Geld über, also es war zu vorsichtig. Aber Batman mit der Teleportation müsste das wahrscheinlich ganz gut hinkriegen. So, denn wenn ich jetzt hier Probleme kriege, teleportiere ich den dann nach da unten. Oder nach rechts dann. So, aber guckt euch das mal an. Batman lasert das einfach richtig weg. Batman ist jetzt gerade für das Geld, was ich habe, das Stärkste, was ich beschwören kann. Ist einfach so. Ich will das schon fair machen. Ich will schon das jetzt nicht mit 1000 Mal cheaten und so schaffen. Oder doppeltes Geld. Wenn ich doppeltes Geld anhätte, würde ich das locker schaffen, weil dann könnte ich Legende der Nacht einfach beschwören jetzt wahrscheinlich. Aber machen wir nicht. Wir versuchen das so fair es geht hinzukriegen. So ehrlich es geht hinzukriegen. Runde 80 zu schaffen, war ja schon mal echt eine Errungenschaft, ist cool. Ich habe halt 30.000 über. Und wenn ich den verkaufe, gibt das 60.000. Ja, das nützt mir nichts. Ich kann nicht skillen, was mich stärker macht. Der Sonnentempel ist doch auch nicht so krass stärker. Der kann sich ja nicht teleportieren. Ohne Boost. Oder ist der Sonnentempel ohne Opferung auch stark? Das müsste ich dann beim nächsten Mal vielleicht versuchen. Ich glaube, das Problem ist, ich muss in Runde 100 kommen. Wenn ich in Runde 100 bin, dann schafft er das, glaube ich. Nur dahin zu kommen ist das Problem. Da gibt es halt so schwere Runden. Okay. Runde 93 aber auch geschafft. Die Runde jetzt sieht aber schwer aus. Die Runde jetzt, Fliegende Festung könnte ich noch skillen jetzt wahrscheinlich. Aber ist das stärker? Fliegende Festung? Okay, hat passiert, aber ich lasse es mal. Okay, jetzt teleportiere ich. So. Und halten wir jetzt nochmal bereit, noch eine Teleportation zu machen. Die würde ich dann nach hier unten machen wahrscheinlich. Aber es sieht gut aus, sieht gut aus. Kriegt er hin. Ja, ich teleportiere nochmal. Damit sich das wieder auflädt. Damit ich das gleich wieder am Start habe. Weil die können ja ruhig da jetzt ihre Runden drehen. Runde 95 sind wir dann. Eventuell ist Runde 95 unser Untergang. Okay. Viel lila in der Kacke, seht ihr? Uncool. Okay. Sobald was uns passiert, teleportieren. So. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Dahin. Okay. Komm. Stopp das. Okay, haben wir auch geschafft. Runde 96. Das war jetzt knapp. Ohne die Teleportation hätte ich es nicht hingekriegt. Die Taktik. Okay. Sobald ich passieren, teleportieren. Das reimt sich sogar. Okay. Die kann er alle weglasern. Alles gut. Die kann auch weglasern. Nein! Diese dumme Keramikkacke! Ich habe das jetzt schon wieder unterschätzt. Runde 96. Na gut, Runde 96 ist nicht schlecht. Ist weiter, als ich dachte. Jetzt holen wir uns noch kurz unsere Errungenschaft. Und zwar hier, bam. Affenwiss gibt uns das. Gewinne ein Spiel mit jeweils nur ein Affentum auf dem Bildschirm in einem beliebigen Spiel im Schwierigkeitsgrad schwer. Haben wir geschafft. Bam, Affenwissen. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute. Ach ja, ich zeige mal hier kurz meinen Fortschritt. Wir sind aktuell hier. Ich werde es noch durchballen. Ich habe 5 Tage Zeit, um jetzt noch 500 Ostereier zu sammeln. Ich mache aber auch ein Video dazu, wenn ich dann soweit bin. Und dann sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.